Hey Leute, iOS 16 wird zusammen mit dem iPhone 14 und 14 Pro im September vorgestellt werden. Zu diesen Geräten werde ich selbstverständlich ein Review machen, aber das hält mich nicht davon ab, euch schon heute iOS 16 auf einem iPhone zu zeigen. Ich will euch heute zeigen, welche Features alle neu sind und was man so mit ihnen anfangen kann. Und wir fangen direkt auf dem größten neuen Feature an, nämlich dem Lockscreen, den man jetzt komplett anpassen kann. Wie bei einer Apple Watch das Zifferblatt. Dafür erstelle ich mal einen neuen Lockscreen und ihr seht, Apple hat hier schon viele vorgefertigte Optionen. Ich nehme einfach mal die Bright Edition und kann euch jetzt zeigen, dass man zum Beispiel hier die Schriftart grundlegend ändern kann, wie sie aussieht und auch welche Farbe sie hat. Das allein ist schon mal irgendwie krass, denn bisher konnte man bei Apple gar nichts ändern. Und man kann jetzt auch hier sagen, zum Beispiel, dass man sehen will, ob man heute Ereignisse hat. Hier unten, und das finde ich ziemlich cool, kann man Widgets hinzufügen. Zum Beispiel ein Wetter-Widget oder die Aktivitätsringe oder aber natürlich auch, wie die Akkulaufzeit von meinem iPhone oder meinen AirPods ist. Und ich kann hier sehr viel einstellen. Und auf einmal ist der Lockscreen sehr viel informationsreicher als davor, wenn auch nicht unbedingt schön. Aber man kann nicht nur einen Lockscreen, man kann gleich mehrere einstellen. Zum Beispiel mehrere unterschiedliche Stimmungen, einfach optisch oder aber zusammen verknüpft mit dem Fokusmodus. Ich kann zum Beispiel sagen, dass dieser Lockscreen mein Arbeiten-Lockscreen ist und dieser hier ist meiner für die Freizeit und dann kann ich hin und her wechseln und je nachdem, ob ich in der Arbeit bin oder eben in der Freizeit, habe ich einen anderen Lockscreen mit zum Beispiel einem Foto von meiner Familie oder aber einem Foto von meinem Büro. Was ihr auch seht ist, das Hintergrundbild geht hier so dreidimensional über die Uhrzeit drüber. Das funktioniert allerdings nur, wenn man ein Hintergrundbild hat, was das hergibt und auch dann kann man es deaktivieren oder aktivieren. Alle Fotos, die mit dem Porträteffekt gemacht wurden, funktionieren als ein solches Hintergrundbild mit dem dreidimensionalen Effekt, weil da dann die Tiefendaten existieren. Und man kann das hier auch noch anpassen und schön sehen, wie die Uhrzeit hinter dem Kopf verschwindet. Oder auch nicht. Die andere große Änderung betrifft iMessage. Und zwar kann ich jetzt Nachrichten schreiben, absenden, mich vielleicht vertippen und dann im Nachhinein bearbeiten und die Nachricht korrigieren. Das heißt, ich muss nicht mehr diese zweite Nachricht hinterher schicken, mit der ich dann korrigiere, was ich eigentlich schreiben wollte. Außerdem kann ich eine Nachricht auch komplett zurückrufen. Und ich kann Nachrichten als ungelesen markieren, um später zu ihnen zurückzukehren. Wenn ich schon mal in Nachrichten bin, kann ich euch die neue Diktierfunktion zeigen, denn die funktioniert sehr viel schneller und akkurater und ich kann sehr lange reden und es wird dann auch automatisch ein Satzzeichen gesetzt, wenn eines nötig ist. Wie ihr seht, hat das nicht funktioniert. Liegt vielleicht daran, dass das hier noch eine Beta ist. Auch cool, die Tastatur kann jetzt eingestellt werden mit haptischem Feedback. Das heißt, sie vibriert leicht, wenn man tippt. Und das mag ich total gerne auf meinem Android-Smartphone. Und dass das jetzt auch beim iPhone geht, finde ich richtig cool und es fühlt sich toll an. Es ist der Monat Juni und das heißt, ich habe wieder ein eigenes Wallpaper-Pack rausgebracht. Wieder in 6K-Auflösung, wieder mit 8 unterschiedlichen Lichtstimmungen, die sich adaptiv über den Tagesverlauf anpassen. Auf dem Mac geht das einfach so nativ mit einem Rechtsklick und wie es auf dem iPhone geht, habe ich euch in einem anderen Video erklärt, also schaut gerne in meinem Online-Shop vorbei. Auch neu ist die Home-App, sie hat ein anderes Layout, sie sieht etwas schöner aus und ich kann einfacher Dinge anwählen, zum Beispiel hier oben direkt Klima anwählen und meine Heizungen steuern. Das ist jetzt besser organisiert. Neu in der Health-App ist, dass man Medikamente hinzufügen kann, dann bekommt man eine Erinnerung, wann man sie nehmen sollte und auch einen Hinweis, wenn man zum Beispiel zwei Medikamente einnimmt, die sich nicht miteinander vertragen, das finde ich sehr sinnvoll. Bei den Memojis kann man jetzt mehr einstellen, es gibt mehr unterschiedliche Stile vom Aussehen und auch mehr Posen. Die sehen eigentlich ganz nett aus. Früher konnte man die Spotlight-Suche aktivieren, indem man von oben nach unten zieht. Das geht immer noch, aber jetzt kann man eben auch unten auf diese kleine Lupe klicken. Ich denke, das ist sinnvoll, weil manche Menschen vielleicht noch gar nicht wussten, dass es diese Suche überhaupt gibt und jetzt ist das sicherlich auffälliger. Seit iOS 15 kann man Texte aus Bildern rauskopieren. Das kann man jetzt auch aus Videos. Richtig krass und sicherlich nicht unpraktisch. Auf YouTube funktioniert es aber irgendwie noch nicht bei mir. Mein Highlight ist aber, dass man jetzt einfach aus Fotos heraus, ohne dass ich irgendetwas einstellen muss, ohne dass ich sie im Porträtmodus gemacht haben muss, sie müssen nicht mal mit einem iPhone gemacht worden sein, jetzt Inhalte rauskopieren kann. Das Handy erkennt automatisch ohne Ladezeit, was ich vermutlich rauskopieren will und ich kann es dann als Sticker zum Beispiel versenden. Das finde ich wirklich richtig krass. Es ist sehr beeindruckend, wie weit die Technik da gekommen ist. Neu ist auch ein Feature, wo ich in der Übersetzen-App jetzt mit Fotos Texte übersetzen kann. Hier zum Beispiel kann ich das dann auswählen und da steht jetzt schwarz. Okay, es hat jetzt nicht so wirklich funktioniert, aber
In der Theorie geht das und das wird sicherlich noch besser werden. Ich war ein bisschen enttäuscht von iOS 15 und finde jetzt iOS 16 eigentlich umso cooler. Es gibt viele kleine Features, die vor allem sehr interessant sind, wie das Tastaturfeedback oder dass man jetzt einfach aus Bildern Sticker rauskopieren kann. Aber ich mag auch, dass man den Lockscreen anpassen kann. Ich glaube, es gibt echt viel Potenzial für hässliche Lockscreens, aber eben auch viel Potenzial für schöne und das mit den Widgets ist doch eine sinnvolle Sache. Was ist euer Lieblingsfeature? Schreibt mir das unten in die Kommentare und dann macht's gut, bis bald. Ciao.